Und ja, geben die Informationen hier dem fliegenden Fisch weiter. Herr Kabeljau. Dieser Junge will Sie unbedingt sehen. Sie sind sein großes Vorbild. Ach ja, so sehr mag er mich. Du bist ein Fan von mir? Ich bin kein Fan, ich bin Elmo. Ich habe all Ihre gefährlichen Stunts gesehen, Herr Kabeljau. Ich kenne Ihren Kinofilm. Und ich habe all Ihre Platten. Welche Show möchtest du sehen? Ja. Sag, welche? Bitte. Das Realistische lässt nach. Ah! Oh, danke, 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 danke. Bitte geben Sie mir ein Autogramm. Na klar, was soll ich schreiben? Ja. Danke für alles, was du für mich getan hast. Was hast du eigentlich für mich getan? Genau. Gezeichnet, der fantastische fliegende Fisch. Willst du mal meine fliegender Fisch-Figurensammlung sehen? Ich habe sogar die mit den Gummiflossen und dem Karateanzug. Oh Mann, das wäre echt toll, Herr, Nenn mich einfach Meister. Ja, Meister. Komm mit. Halt, das hätte ich beinahe vergessen. Haben Sie auch die mit den leuchtenden Zähnen? Und diese Jubiläumsausgabe, die sprechen kann? Übrigens, wissen Sie, dass fliegende Fischstäbchen mit Original-Kabeljau-Cola mein absolutes Leibgericht sind? Das gibt's bei mir jeden Tag. So, wegen der Synchronität, irgendwie scheint gerade eben was geleckt zu haben. Mache ich vorsichtshalber kurz einen Schnitt, es geht sofort weiter. Bis gleich, euer Hedi. Ja, und weiter geht's. Wir nehmen uns jetzt hier Der berühmte Fallschirmumhang von Herrn Kabeljau. Jetzt, wo er ihn endlich an den Nagel gehängt hat, darf ich ihn mir bestimmt einmal ausleihen. Also ich find's echt lohnenswert, dieses Spiel. Ich glaube, bei Amazon kostet das noch, wenn's hochkommt, 2 Euro oder was. Und, man muss es noch nicht mal installieren, man kann es direkt von der CD aus starten. Und ich werde euch nachher noch einen Grund zeigen, warum das Spiel lustig ist, weil es hat ein Spiel im Spiel. Ja, ein Minigame im Game. Es ist schon ziemlich lustig und das ist noch so ein kleiner Zeitvertreib. Weiter geht's, ja. Wir gehen in den Hintereingang rein. Sie können hineingehen, Charlie. Ja, ich weiß, dass ich Charlie heiße. Das ist mir nicht neu. Aber egal. Wir haben hier die zwei Ananas. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Und mit den zwei Ananas werden wir jetzt unseren Ananaskuchen... Hallo? Was soll der Scheiß? Hallo? Bitteschön. 2 große frische Ananas. Wunderbar. Das sind ja wirklich 2 Prachtexemplare. Und sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Genau, wie Zwillinge. Kafkas Feinschmecker Ananas Obstkuchen. So gut und so gesund. Naja, wenn das... Ein Tipp unter Feinschmeckern. Immer nur die besten Zutaten verwenden. Ich freue mich schon auf eine Kostprobe ihrer jetzt Kunst. Jetzt fände ich das nicht mehr ganz so appetitlich. Egal, den Kochtopf in den Ofen und der Kuchen kommt fertig raus. Mit der Fliege obendrauf. Und, sehr lecker. Vielen Dank. Jetzt ist mein Atem bestimmt intensiv genug, um an dem elektronischen Schnüffler vorbei ins Steuerzentrum des Robohundes zu gelangen. Rühr, rühr, rühr. Ja, sehr appetitlich. Hopp, hopp, hopp. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Wir gehen mal eben hier rein. Und werden mal eben, ohne dass er es merkt, den Supersauger anschließen. Der Supersauger passt genau auf diese Öffnung. Aber es sieht so aus, als müsste ich vorher einen Code angeben. Verdammt. Okay, dann können wir das vergessen. Ja, ich weiß, dass wir es wieder dabei haben. Ich weiß. Dann wieder raus. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Dann wieder weg hier, ja.
Gut, 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 gut. Dann werden wir nochmal eben kurz ins, in unser Labor gehen. Okay. Weil ich werde noch was mitnehmen, woran ich mich meine zu erinnern, dass ich es brauchen werde. Eine Termitengranate. Bestimmt nicht ungezieferfrei. Aber wie funktioniert sie, Professor Quack? Ein hundertprozentiges Naturprodukt. Werfen Sie es gegen einen Gegenstand aus Holz und gehen Sie in Deckung. Das Ding räumt auf, glauben Sie mir. Das ist nichts für Menschen mit Holzmöbeln. Es sei denn, man kennt einen billigen Schreiner. An den Geschmack dieser Blaupausen muss man sich erst gewöhnen. Okay. Kurz überlegen, kurz überlegen. Vorsichtshalber nehme ich die Schlittschuhe auch noch mit. Hey, ja. Die sehen cool aus. Spion-Schlittschuhe. Nicht schlecht, Professor Quack. Wie funktionieren sie? Ich war schon immer ein großer Freund des gepflegten Eiskunstlaufs. Doch leider fand ich nie Zeit, um Schlittschuhlaufen zu üben. Deshalb habe ich diese Stiefel entwickelt. Sie ziehen die Schlittschuhe an, geben eine Skizze der Figur ein, die Sie vorführen wollen, und schon führen die Schlittschuhe die Figur auf dem Eis aus. Damit kann man Verbrecher bestimmt auf Eis legen. Natürlich, Spy Fox. Ja, natürlich. Okay, das nehmen wir, wie gesagt, auch kurz an uns. Ich mag diese Blaupausen mit Blaubeergeschmack. Ja. Egal. Ja, danke. Wir haben 3 Gegenstände dabei, weiß ich. Deswegen werden wir jetzt wieder reingehen. Und ich habe vergessen, was wir machen. Ach ja, wir haben den Obstgeruch jetzt. Obwohl der uns, glaube ich, noch nichts bringt. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, irgendwie. Die gefallen mir. Was sind das für schöne Bilder? Das sind Gratis-Postkarten von den Ausstellungen hier auf der Expo. Ich liebe Ihren Akzent. Danke für das Kompliment. Die Postkarten sind gratis, aber es gibt nur eine pro Person. Wenn Sie später lieber eine andere Postkarte haben wollen, dann dürfen Sie natürlich tauschen. So viel Auswahl. Und alle sind so hübsch. Wir nehmen das Wachsfigurenkabinett. Dieses Wachsfigurenkabinett ist so schön. Ich schmelze einfach dahin. Die würde ich mitnehmen. So, wir haben eine Postkarte bekommen. Ja, genau. So, und jetzt gehen wir weiter. Ich weiß nur dummerweise nicht, wohin. Gehen wir mal ins Eisstadion. Was gefällt Ihnen denn an Ihrer Arbeit am besten? Die Mittagspause. Dieser Pokal ging 1984 an den Träger des schwersten Eiskunstlaufkostüms aller Zeiten. Puh, 146 Kilo sind wirklich unglaublich schwer. Okay, scheint es nichts zu geben, also werden wir wieder rausgehen. Ja, Gehen wir mal hier rein, mal gucken, ob hier was Tolles ist. Und? Entschuldigen Sie, mein Name ist Fox. Spy Fox. Freut mich, Herr Fox. Ich bin Marie Käfer, die Besitzerin der Pflanzenausstellung. Nett, Sie kennenzulernen, Frau Käfer. Darf ich fragen, ob Sie Wild- oder Edelrosen bevorzugen? Ich mag altenglische Strauchrosen besonders gern, weil sie so romantisch aussehen. Und was halten Sie von der Rosa Rugosa? Ich war einmal in ein Mädchen verknallt, das den Namen dieser wunderschönen Blume trug. Ach, sie hieß Rosa? Nein, Rugosa. Oh mein Gott, wie unlustig. Egal. Mal gucken, können wir irgendwas Tolles anklicken? Ui, ein Schmetterling. Wir können ganz viele Schmetterlinge rausholen. Okay, lassen wir das. Und wir können einen Affen rutschen lassen. Und er jongliert. What the hell? Und sie guckt ein Blatt unter die Lupe. Okay, lassen wir das. Moment. Ja, dann weiß ich gerade nicht, wo wir hin müssen. Egal, wir gehen erstmal weiter. Dann gehen wir mal mit unserem Ananasgeruch da rein.
Bist du doof? Diese verschlossene Tür führt mitten ins Innere des Robohundes. Ich muss herausfinden, wie man da hineinkommt. Bist du doof? Bravo, Atemtest bestanden. Das war einfacher, als ich dachte. Der Ananas-Obstkuchen-Atem ist ein Volltreffer. Jetzt kann ich hier problemlos rein und raus gehen. Gut, dann mal schauen. Es geht rechts, oben und und links lang. Kakalakes Atemanalysator ist ein Kinderspiel für einen international anerkannten Agenten wie mich. Jetzt bin ich wohl im Bauch der bösen Bestie.